Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Max Payne 2 The Fall of Max Payne. Heute eventuell die letzte Folge und Max blutet vor der linken Seite hier. Wow. Ja, es fehlt mir viel, definitiv. Mal gucken, vielleicht da sind es auch noch zwei Parts, wenn das hier noch so lange dauert. Ich habe keine Ahnung. So, ja, hier haben wir es ja letztes Mal genau das da angeguckt. Da haben die ja, da ist hier Woden in seinem Panic Room. Ich erinnere mich, hier ist ein bisschen ein paar Tägelchen her, die ich die letzte Folge aufgenommen hatte. Deswegen, nehmen wir ganz auf dem neuesten Stand. Geht schon. Hier ist niemand. Was? Moment, hat er gerade geklickert. Beraubende Finale in unserem Zurück an den Absender Marathon. Die letzte Folge von Adresse unbekannt. Scheiß Fernseher. Für gute Grafik drin. Egal, Mann. Ja. So ungefähr. Okay. Shit. Der lebt ja noch. Dinge passieren. Na gut. Jemand hatte wieder. Das war annehmbar. Alles klar. Ja, nehmen wir mal die. Die hat viel Munition. Hier oben drauf war Mona, glaube ich, unterwegs, oder? Kann das sein? Ich höre ein Telefon. Achso, ich habe Address Unknown nicht ausgeschaltet. Ganz vergessen. Ah, ich komme in die Mitte. Ich habe nur 27 Spray. Hey. Aber dazu sage ich nur, ist mir egal. What the fuck? Hab ich getroffen? Ja. Ist ja gar nicht so scheiße. Okay, where is the fucking Ausgang? Ausgang. der war ganz schlecht. So. Na, ist doch wunderbar hier gerade die Situation. Acht Schmerzmittel, gute Munition und keinen Schaden. Das haben wir noch nicht alle Tage. Wo geht's lang, wenn ich fragen darf? Ich glaube, der Blitz ist zu. So laut, dass man gar nichts mehr versteht, bestimmt da rein. Das hat mich jetzt schon schockiert. So ein Scheiß. Achso, da ist jetzt vielleicht oben die Tür auf oder so. Das kann natürlich sein. Tatsächlich. Hallo, Mona. Woden ist in seinem Panic Room, im hinteren Teil des Anwesens. Kämpfe ich mal durch. Ah, hier war der Woden. I got it. Ich will auch nochmal sagen hier, ne, der Soundtrack des Spiels, auch so hammergeil. Das Fazit wird gleich noch lustig. Ich bin auch gerade ein bisschen unvorbereitet. Immer geradeaus, wir treffen uns dort. Ich habe mir nicht zu essen bereitgelegt, mal gucken, ob ich noch was finde. Ja, ich habe ja hier meine Notration, ja, für den Fall, dass ich mal dünn werden sollte. Und da sieht man Boobies. Ach, muss ich nicht zensieren. Egal. Habe ich bei Unreal Tournament damals auch nicht gemacht. Und was ist? Nur ein Strike drauf. Nein, Quatsch. Wir machen die coole Degenfeite, Alter. Ja, voll mein Fall, nicht. Blaue Ausbeute. Lassen wir das mal kurz, dass Mona jetzt erstmal die Situation klärt. So. Sackgasse, verdammt! Darf ich mal? Hier lang. Mona kannte das Anwesen. Sie arbeitete für Woden. Vlad hatte die Wahrheit gesagt. Oh shit. Mona, warte! Halt! Das ist Liebe. Ah!
Jemand zieht dich aus den Trümmern, wenn du aufgegeben hast und liegen bleibst, um den Tod zu erwarten. Du hättest nicht herkommen sollen. Es ist mein Job, hier Ordnung zu machen. Und du gehörst dazu. Wirf die Waffen weg. Das ist Liebe. Wenn dir jemand zeigt, egal um welchen Preis, dass es Hoffnung gibt, einen Ausweg, dass du deine Waffe niederlegen kannst. Siehst du? Ich kann es nicht. Du bist ein Bastard, Max. Das ist Liebe. Liebe tut weh. Oh oh. Ich hatte mich so gefreut, dass ihr zwei euch gegenseitig umlegt. Man kann nicht alles haben. Hier war ich schon einmal gewesen. Ground Zero. Wie stehe ich denn da, wenn sie sich einfach weigern zu sterben? Halt! Es tut mir leid. Genug! In meinem Kopf zündete eine Bombe. Die Kugel in meinem Hirn bewegte sich ein mikroskopisch kleines Stück. Kapitel 8. Ein bekanntes Gefühl. Das Töten ist zu weit gegangen. Ich fange gerade erst an. Besser in der Hölle regieren, als im Himmel dienen. Du schmeichelst dir selbst. Alter schwacher Narr! Ein bekanntes Gefühl stieg in mir auf. Ich hasste es. Ich begrüßte es. Alles war wieder klar. Keine Zweideutigkeiten, keine Fragen. Keine Waffe, wenn man eine braucht. Ah. Eine letzte Sache blieb noch. Ich wollte Vlad seine Waffe zurückgeben. Jede Kugel einzeln. Er ist hinter mir! Haltet ihn auf und gebt mir eine Waffe! Ich liebe dieses Scheißspiel, aber ich hasse Vlad. Ja, jetzt ist es gerade ein bisschen übel. Nur eine Desert Eagle. Und keine Painkiller, wollte ich sagen. Okay. So, jetzt jacht da hier gleich alles in die Luft. Wir können immer noch Freunde sein, Max. Oh. Endlich sind die Frauen aus dem Weg. Die machen alles nur kompliziert. Der Panic Room ist runtergefallen. Er hat Spaß gemacht. In den Panic Room. Hier geht gleich alles in die Luft. Oh oh. Genau, ich erinnere mich. Alter. Da droppen die Frames auf knapp 7. Auch nicht schlecht. Ja. Okay. Das Schlechte ist, Explosion. Das Gute ist, die Feinde sind tot. Auf einfachen Wege. Und ganz viele Painkiller. Ja, ich erinnere mich daran, da musste man ganz schnell reingehen. Da bin ich damals auch, glaube ich, nur in letzter Sekunde so reingerannt. Dachte, oh ja, schnell da rein. Oder so ähnlich. Dürfen wir. Negativ. Coole Kletteraktion. Warum ist die Tür zu? Die kann doch nicht auf sein. Oh, die Frames. Scheiße. What the fuck? Warum waren die Frames eben so droppig? Das habe ich auf meinem neuen PC, der übrigens umgetauscht wird, und meinem Dings da. Oh, die Kackmunition. Und meiner neuen Traps-Version nicht mehr. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht auf DX Story umsteigen. Ja, habe ich ja mal angekündigt. Wie komme ich nach unten? Soll ich einfach runtergehen? Wie ich es ja mal geplant hatte. Aber auf den Grund, ich bleibe hier mal lieber stehen. Oder auch nicht. Shit! Und weil ich erfahren habe, dass der Dingenskirchen
meine TV-Karte nicht mit der Story läuft. Ja, wie gefällt Ihnen das Feuerwerk? Das wäre ziemlich scheiße. So. Oh nein, es war Fehler. Da ist keine Zeit für Artikel. Das war Fehler. Kann dieser Panzer mal aufhören, die ganze Zeit irgendwann in die Luft zu ballern? Ist so feige. Okay. Sah da voll so aus, wenn da... Fuck. Ich habe keine Zeit zum Speichern. Ich mach's aber trotzdem. Hey, du! Oh, oh. Hey, du! Mano! Hey, du! I need your Munition. Okay, da müssen wir schlau und schnell sein. Also genau das, was ich nicht bin. Mano! So, wie triggern wir das jetzt? Ich glaube, ich gehe einfach mal kurz rein und gehe dann sofort wieder raus, klar. Genau. La 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 la. Ich glaube, die haben sich jetzt schön selbst in die Luft gesprengt. Leider war das jetzt nicht der Fall. Okay. Aber es ist kein Problem. Dann lass mich doch. Oh, da ist unser Kumpel Vlad, ganz feige hinterm Papier. Und Papier. Das ist Papier, ja. Was zum Teufel ist los mit dir, Max? Warum verrecken Sie nicht einfach? Sie hassen das Leben, sind immer schlecht gelaunt, haben Angst davor, es könnte ihnen gut gehen. Sie könnten ebenso gut tot sein. Tun Sie sich einen Gefallen, geben Sie auf! Ja, hinterm Papier, hey, der sich versteckt. Ich meine natürlich hinterm Glas, so. So, und ich bin mir auch ziemlich sicher, er wird... gleich schon das Finale sein. Mit Boss und allem. Ja, deswegen sind hier auch gerade so viel Schmerzmittel. Ich hab schon ein bisschen Schiss. Oh, hier ist alles voll. Wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, MP5. Die wird ihm gehörig wehtun. Dies ist der Anrufbeantworter von Senator Alfred Woden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Sie haben 3 neue Nachrichten. Boah, 3. Woden. Max Payne, wir müssen reden. Wenn Sie mich fragen, sind Sie mir das schuldig. Sie haben 2 neue Nachrichten. Alfred, ich habe dir gesagt, dass das keine gute Idee ist. Ich kann deine Sorgen verstehen, aber damit ist Max nicht geholfen. Ich weiß nicht, ob ich es tun kann. Ich habe gesagt, dass zwischen uns was läuft. Ich bin... Ach, verdammt, ich liebe ihn. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann. Sie haben eine neue Nachricht. Ich komme, um dich zu töten, alter Mann. Du weißt, wie du mich ärgern kannst. Hätte es dich so viel gekostet, einmal in deinem Leben Danke zu sagen. Zu sagen, Vlad, mein Sohn. Ich nenne dich mein Sohn, weil ich dich liebe wie einen Sohn. Vlad, du bist ein Wunder. Alles, was du anfasst, wird zu Gold. Oh, Vlad, es hätte dich zu viel gekostet. Ich bin es leid, die Drecksarbeit für dich zu erledigen. Du solltest stolz sein. Ich habe alles von dir gelernt. Ich werde es dir beweisen. Sie haben keine neue Nachrichten. Oh, shit. Ich liebe die Spielkosten. Ja. Cool, Nachrichten. Mm-hmm.
Polizeisprecher machen das organisierte Verbrechen für die Welle der Gewalt verantwortlich, die unsere Stadt erschüttert. Man nimmt an, dass sie Teil der Auseinandersetzung der New Yorker Unterwelt mit dem New York Police Department ist und mit dem Valkyr-Skandal aus dem Jahre 2001 in Verbindung steht. Der Leiter der Untersuchungen, Lieutenant Jim Bravura, wurde bei einem Schusswechsel schwer verletzt. Er liegt im Krankenhaus. Ah, ja. Allen Angaben nach ist sein Zustand jedoch stabil. Das NYPD befindet sich im Alarmzustand und nach unseren Quellen, Zitat, werden die Schuldigen gefunden und ihrer Strafe zugeführt werden. Zitat Ende. Für NYNN TV News hier... Ja, das heißt, Jim Bravura, unser cooler Kumpel, ist nicht tot. So wie, ups, so viel sei gesagt. Oh, es kam diese Kackstelle, glaube ich. Ah. Ne, von da kamen wir ja schon. Warte mal. Wird? Wieder runter? Meine teuren Freunde, erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Na gut. Ich bin Wladimir Lem. Achso, ne, warte mal. Ich lade Sie zur großen Eröffnung meines Restaurants. So, hier. Meine Güte. Kommen Sie. Machen Sie eine Szene. Hier gibt's, da gibt's mehr Sinn. So klar. Achso, hier ist schön der Aufzug für Dings. Keep wheelchairs and beds clear of the door. Hä? Also soll ich... LOL. Also sollte ich... das schön freihalten von... Von Rollstühlen und Betten. Aber das ist extra so ein Aufzug dafür. Gibt Sinn. Ach, ich nur was falsch verstanden. Ich bin dumm wie Scheiße. Egal. So, ich speichere nochmal. Hier sind diese Scheißkerle da oben tot, Mann. Anderer Stuhl für ihn. Ja, habe ich schon wieder fast vergessen. Alfred Woden ist tot. Leute. Ohne Witz jetzt. Oh, der voll Fernseher, voll Luxus, volles Luxusbett. Hier würde ich gerne meine Zeit verbringen. Naja. Oh Mann. Ich habe Angst, Freunde, weil gleich kommt so eine richtige Kackgiftstelle. Nämlich ganz genau hier. Weil da oben unser Kumpel jetzt steht. Da ist er. Und wir können ihn nicht töten. Das wäre ja langweilig, wenn wir ihn nicht so töten können. Wir dürfen uns jetzt schön einen Schusswechsel ertragen, während wir da irgendwie hochfahren. So, mal gucken, wie wir das jetzt anstellen. Ich muss da, glaube ich, mal den Knopf drücken. Warte mal. Das war gar nicht scheiße. Sie sollten froh sein, Max. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Ich habe Sie gerecht. Der Mörder Ihrer Familie ist tot. Ja. Seid es aber nicht. Sie haben mein Restaurant jetzt zweimal verwüstet. Du kleiner. Sie können so verdammt hartnäckig und fanatisch sein. Das wird zweimal verwüstet. Tages noch um Kopf und Kragen bringen. Achso, er ist schon weggegangen. Ja, zweimal natürlich das Restaurant aus Teil 1 noch, was. Ja. Die Michael Bay-Szene, ja. Kleine miese Ratte da oben, Alter. Hier ist mal den Kackes-Knopf da. Dann kill ich den. Scheiße. Sie sollten froh sein, Max. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Ich habe Sie gerecht. Der Mörder Ihrer Familie ist tot. Hier ist aber ein Schleich. Sie haben mein Restaurant jetzt zweimal verwüstet. Sie können so verdammt hartnäckig und fanatisch sein, Max. Das wird Sie eines Tages noch um Kopf und Kragen bringen. Jetzt können Sie mal ruhig den Knopf drücken, so. Ups, mach ich. Mann, die Stelle ist so kacke. Ohne Spaß. Man kann hier so scheiße ausweichen. Okay, jetzt haut er da nach hinten ab. Der hat gerade den Abgang gemacht. Okay, okay. Ich bin aber ganz gut durchgekommen. Ups. Mann, ich komme auf. Ich drücke auf die falsche Knöpfe. Mir früher nie passiert. Höp. Okay. Ganz gut überstanden, möchte ich behaupten.
Ich hatte das deutlich schlimmer in Erinnerung. Und wenn ich jetzt gerne die Painkiller downloaden würde. Aber dann wäre es wieder voll stressig. Obwohl, jetzt kommen ja gar keine mehr, ne? Ach, egal. Ich glaube, wir brauchen die auch nicht so unbedingt, weil der Boss nicht so schwer war. Nicht wie der in Teil 1. So, ich glaube, dahinter ist er schon, wa? Oh ja. Keine Sorge, Max. Ich habe sie nicht vergessen. Willkommen beim Endboss von Max Payne 2. Alles in Ordnung? Vladimir Lähm. Versuchen Sie es auf diese so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müssen wir einfach nur das da abschießen. Wollen Sie ein böser Bube sein, Max? Glauben Sie, Sie können mich überlisten? Ich hätte das eigentlich nochmal nachprüfen sollen. Okay. So, am besten jeden, den ich kaputt gemacht habe, erstmal speichern. Da wird aber jemand böse. Ja, das war nicht so schlau. Gut gegessen, Max? Wie wär's mit deinem Nachschlag? Aufgepasst, Max! Ja, ich sehe deine Dinger schon, doch. Wie feige er sich da einfach nur versteckt. Unglaublich. Ach ja, der Boden geht auch langsam kaputt. Okay. Keine Angst! Vlad ist hier! Ja. Wo ist er da oben drauf, ne? Scheiße, wenn man einfach nicht sieht. Geht das Glas nicht kaputt? So, ich weiß nicht, ob wie der Boss ab jetzt ging. Ach so, ich glaube, ich weiß. Warte. Oh, jetzt wirft er ja nur noch die Kettchen nach. Ich muss das Ding jetzt im Einsturz bringen. Vlad war immer noch außer Reichweite. Aber die Stange in der Kuppel hing über seinem Kopf wie ein Damoklesschwert. Damoklesschwert. Ich bin mir sicher, ob ich da hinschießen muss. Aber ich versuch's einfach. Irgendwelche geilere Waffen, die hat zwar Dauerfeuer, aber ist nicht so stark, glaube ich. Und die streut wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. So, hier schon. Habe ich gerade wirklich während des Falls gespeichert. Ups. Kacke, jetzt ein Laden drauf. Ja, ich habe in der Tat beim Fall gespeichert, das ist gut. The Fall of Max Payne heißt es ja auch, ne? Ich bin so lustig. Okay, das heißt, wir müssen das anders machen. Okay, Moment. Dann nochmal ab hier. Ah, ist das blöd. Na gut, geht auch. Oh, aufpassen hier. Nur speichern, wenn wirklich nichts in der Nähe ist. Mann! Hör auf, so kacke zu spammen. Vlad war immer noch außer Reichweite. Aber die Stange in der Kuppel hing über seinem Kopf wie ein Damoklesschwert. Ah, okay. Ich muss wirklich die Stange treffen. Ich verstehe, so, hier sollte ich sicher sein. Okay. Scheiße. Okay. Alles gut. Puh, und jetzt der letzte Schlag vielleicht. Shit. Jetzt ist
definitiv nicht mehr leicht. Ah. Das war's immer noch nicht. Scheiße. Okay. Nein, ich brenne. Scheiße. Ich habe jetzt ganz blöd einfach meine Painkiller so verbraucht, weil ich dachte, das wäre dann schon zu Ende. Frames, please. Mein teurer Freund, ich wollte eigentlich... Klaffender Schlund. Man muss sich umdrehen und ihr entgegenblicken. Wie ein Kuss auf die Lippen der toten Geliebten. In der Tiefe ihres Mundes lauert die Nacht. Wir sind bereit zu leiden. Für die Dinge, die uns wichtig sind, zu sterben. Für die Liebe, für die richtigen Entscheidungen. Durch sie hatte ich den Fall gelöst. Meinen Fall. Alles. Wer ich bin. Es wird alles gut werden. Mein Gott. Jetzt stecke ich wohl in Schwierigkeiten. Was? Sie war tot. Die Kugel in ihrem Kopf hatte das Ende ihrer Reise in Zeitlupe erreicht. Achtung! Wir gehen rein! Los, los, los! Es ist fast morgen. Aufwachen aus dem amerikanischen Traum. Mein Gott! Mein Gott! Was ist hier drinnen passiert? Sie sind alle tot. Wie alles, was ich liebe, gehörte sie jetzt für immer mir. Sie hatte mich hierher geführt, zu diesem Augenblick der Klarheit. Die Zeit angehalten, blicke ich mich um mich selbst zu sehen. Und ich werde in diesem Akt des Sehens neu geboren. Hier unten, hier lang, da, ganz ruhig! Oh mein Gott, hier ist jemand am Leben! Detective Payne? Er ist noch am Leben. Wir brauchen hier einen Arzt. Er lebt noch. Ich träumte von meiner Frau. Sie war tot. Aber es war in Ordnung. Ich nehme mal vorsichtig mein Headset ein bisschen ab, damit ich meine eigene Stimme hören kann. Ja, jetzt werdet ihr einen Song im Hintergrund hören. Die Originalversion von dem Lied, das wir schon öfter mal ein bisschen gesungen gehört haben. Late Goodbye von Poets of the Fall. Ich hoffe nicht, dass die GEMA hier irgendwelche Kacke veranstaltet. Ansonsten würde ich das Ganze re-uploaden mit einem anderen Song im Hintergrund, vielleicht mit dem Main-Theme oder so. Wenn ihr jetzt aber wirklich ein gesungenes Lied hört, dann ist es das Originallied. Ein sehr schönes Lied. Trotzdem werde ich jetzt ein bisschen dazwischen blubbeln, ja. Ach, Max Payne 2. Ich liebe dieses Spiel, es ist großartig.
So voller Tiefgrund, so dieses dramatische Ende. Mona Sex ist gestorben. In unseren Armen gestorben. Und wieder hat Max eine Frau verloren. Hört sich ein bisschen makaber an. Aber es ist ja in Ordnung, wie er meinte. Ah, hier. Da, Late Goodbye, performed by Poets of the Fall. Ja. Ich weiß gar nicht noch, was ich so großartig sagen soll. Ja, es ist ein großartiges Spiel. Max Payne 1 war schon großartig, aber ich finde dieses Spiel noch schöner. Es ist irgendwie noch düsterer, noch... Ich mag ja keine Love-Stories, aber in diesem Fall ist es einfach so gut, weil es einfach nicht so kitschig ist, sondern auch wirklich ein sehr dramatisches Ende nimmt. Pornhose. Ja. Auch so diese Erzählweise, dass die, ich bin durcheinander. Dass sie so diese verschiedenen Zeitstränge gemacht hat, dass es alles anfängt in dem, damit anfängt, womit es aufhört. Dann erstmal dieser Rückblick im Krankenhaus und dann noch weiter zurück. Es ist einfach alles so großartig geil gemacht. Dafür liebe ich dieses Spiel. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Finde ich persönlich besser als Max Payne 1 oder auch Max Payne 3. Max Payne 3 wird definitiv auch noch kommen, da Max Payne 3 meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Ich werde da aber noch ein bisschen warten. Max Payne 2 kam ja jetzt erst kurz nach Max Payne 1. Deswegen ein bisschen werde ich da warten. Dennoch finde ich Max Payne 3 natürlich nicht so gut wie Teil 1 und 2. Weil so ein bisschen die Aspekte, das hier verloren hat, wie zum Beispiel diese total geilen Zwischensequenzen, die Comic-Sequenzen, die voller Symboliken stecken. Ist mir gerade zum Beispiel mal aufgefallen, als Mona da lag, war der Boden rot. Ja, nicht vom Blut, sondern einfach der Boden rot. Was, denke ich, auch so ein bisschen den Tod da schon symbolisieren soll. Ich kann einen kleinen Fun-Fact liefern, ja. Wenn man das Spiel hier auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad spielt, ich weiß nicht genau, welcher das ist, kann man schaffen, dass Mona Sex überlebt. Da ist sie nur schwer verletzt und sagt so, ha, jetzt stecke ich mit Schwierigkeiten an, ha, gehen wir jetzt zu einem raus. Mal gucken, vielleicht füge ich das noch gleich ein. Ist gerade ein bisschen blöd mit meiner Situation, mit meinen kaputten PCs. Without you, this sequel would never have been made. Ja, auch muss ich nochmal anmerken, ne? Max Payne's Journey Through the Night will continue. Es ist der zweite Teil einer Reihe. In der Regel sind zwei Teile immer scheiße, in diesem Fall ist es aber wirklich top den Erstling. Finde ich wirklich. Ich verschlucke mich beim Schwärmen. Okay, wir sind wieder im Menü. Ja, jetzt können wir hier auch mal gucken. Hier bei Todesurteil, Mann. Da ist wirklich der Scheiß am Laufen. Das ist richtig hart. Aber das mache ich nicht. Trotzdem kann ich schon mal sagen, Mona taucht in Max Payne 3 nicht auf. Da wird auch nur gesagt, dass sie gestorben ist. Deswegen... Finde ich schon ganz gut, dass wir das Ende gewählt haben. Finde ich persönlich auch besser, weil es einen sehr nochmal das Dramatische zeigt. Puh. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch großartig sagen soll. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Zu essen habe ich jetzt hier, haben wir halt Pech gehabt mal, ja. Gab es bisher schon öfter, dass ich nichts zu essen hatte. Also egal. Freunde, das war Max Payne 2. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ich hoffe, ihr habt das genossen. Und wir sehen uns dann vielleicht bei Max Payne 3 wieder. Großartiges Spiel, solltet ihr unbedingt mal nachholen. Gibt es mittlerweile auch bestimmt recht billig. Ja, kann man sich hier mit No-Crack-CDs im Internet runterladen. Ich wollte das nicht, ich schwöre. Egal. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Noch einmal, dass ich es durchgestanden habe. Ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle entschuldigen für viele Pausen, die waren. Ja, Urlaub, Internet weg, alles scheiße, das Projekt hatte nur Probleme. Ich hoffe jetzt, dass ich es jetzt komplett mit der komplett aufgenommen habe. Auch jetzt wirklich regelmäßig die letzten Folgen veröffentlicht kann. Ich nehme jetzt ein bisschen im Vorrat auf, heute ist Part 14 erschienen. Ja, und das hier ist Folge 21, also ein bisschen im Voraus. Neue Projekte starten auch. Ich muss nur noch gucken, wie ich das genau mache, weil mein derzeitiger PC, von dem ich gerade aufnehme, bisschen kaputt ist. Ja, und ich muss noch gucken, wie ich das alles mache. Es wird auf jeden Fall natürlich weitergehen, das ist klar. Wie genau, müssen wir sehen. Ich habe ein bisschen Angst. Na, ich werde das schon wissen. Vielleicht werde ich zu dem Zeitpunkt auch schon ein Info-Video gemacht haben. Info. Ganz komisch gerade. Egal. Freunde, der Part geht lang genug, glaube ich.
Ihr habt ja selber gesehen. Wie findet ihr das Ende? Schreibt es mir ruhig. Habt keine Angst davor. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum kommenden Projekt. Ciao. Es ist fast morgen. Aufwachen aus dem amerikanischen Traum. Wir sind bereit zu leiden. Für die Dinge, die uns wichtig sind, zu sterben. Für die Liebe. Für die richtigen Entscheidungen. Durch sie hatte ich den Fall gelöst. Meinen Fall. Alles. Wer ich bin. Ist es das wert? Es wäre eine Lüge zu sagen, dass es das nicht ist. Manchmal hat man Glück. Manchmal bewirkt es etwas Gutes. Etwas, von dem du weißt, dass du es in einer Million Jahren nicht verdienst. Ach. Mein Gott. Jetzt stecke ich wohl in Schwierigkeiten. Was? Etwas, das dir einen Grund gibt, weiterzumachen. NYPD, stehen bleiben! Ruhig! Keine Bewegung! Wir brauchen hier ein Sanitäterteam. Wir haben zwei Überlebende. Ich träumte von meiner Frau. Sie war tot. Aber es war in Ordnung.